Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Verband honoriger Parteien im Bundestag hat durch positive Lobbyarbeit eine Gesetzesänderung zum Wohle aller eingebracht. Demnach sollen sämtliche Wahlversprechen, wie jetzt schon in der Praxis erprobt, dem 1. April zugesprochen werden. Der Sprecher Gustav Hanebüchen betont, dass der Wähler es nun einfacher hätte, beschissen zu werden. Der große Erfolg skurriler Meldungen am 1. April gebe der Politik recht, hier auf die Bedürfnisse des Wahlviehs einzugehen. Passend dazu sagte Altbundeskanzler Konrad Adenauer: Was geht mich mein dummes Geschwätz von gestern an? Das Gesetz soll rückwirkend zum 14. August 1949 gelten und somit den Bürger von der lästigen Pflicht befreien, sich ständig über gebrochene Wahlversprechen zu ärgern. Die Zustimmung zu diesem Gesetz liegt partei- und fraktionsübergreifend bei erstaunlichen 100%. Heute ist übrigens nicht der 1. April. Versprochen.